Sie planen ein leichtes, gesundes Abendessen mit frischem Gemüse und Fettabsorptionssaal verlegen. Da finden Sie mit Sicherheit weniger antibiotikaresistente Keime als auf diesem Stück Fleisch. Erstmal guten Abend aus unserem Zur-Sache-Studio. Na, halten Ihre Vorsätze noch fürs neue Jahr? Sich zum Beispiel endlich mal gesund ernähren? Da muss ich Ihnen jetzt leider den Appetit verderben. Wenn Sie so ein Stück Pute vor sich liegen haben, gehen Sie davon aus, dass Sie sehr sicher eine ordentliche Dosis antibiotikaresistente Keime als Beilage dazu bekommen. Später wird es auch noch mal hier in der Sendung um die Sicherheitslage im Land gehen, mit Innenminister Lewins im Studio. Aber zurück zur Studio des BUND. Haben Sie vielleicht schon davon gehört, 9 von 10 Putenfleischproben aus Supermärkten sind demnach keimbelastet. Zur-Sache-Reporter Edgar Verheyen hat einen Mann getroffen, der sich mit lebensgefährlichen Keimen infiziert hat. Und er geht der Frage nach, wie können wir uns im Alltag schützen, damit es uns nicht genauso ergeht. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Haus steht an einem Hang und der rutscht plötzlich weg, der Hang, mit Ihrem Haus. Was für viele unvorstellbar klingt, ist einer Familie in Linz am Rhein wirklich passiert. Ja, und am Ende musste der Abrissbagger anrücken. Ein Einzelfall leider nicht. Miriam Schönecker hat noch andere Beispiele gefunden und sich noch mal die Unglücksstelle in Linz am Rhein angesehen. Und alle wichtigen Fakten rund um eine Elementarschadenversicherung, die finden Sie auch auf unserer Internetseite auf swr.de. Er hat die ganze Welt erschüttert, der blutige Anschlag in Paris. Auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt. Jetzt gerade die Meldung von einer Antiterroraktion in Belgien, mutmaßlich gegen Islamisten. Wie gefährdet sind wir hier bei uns im Land? Kann so etwas auch hier passieren? Hinter mir, das ist die erste Ausgabe von Charlie Hebdo seit dem Anschlag auf die Redaktion vergangene Woche. 3 Millionen Exemplare in 16 Sprachen, gestern erschienen, erstellt von den Journalisten, die den Überfall der radikalen Islamisten überlebt haben. Auf dem Titel wieder eine Mohammed-Karikatur. Darum gelten überall, übrigens auch bei uns hier im SWR, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei bewacht Orte wie Redaktionen, Schulen oder Bahnhöfe. Ein mulmiges Gefühl, das bleibt trotzdem. Wie viele gewaltbereite Islamisten leben bei uns im Land? Und wie sind wir gegen solche Anschläge gewappnet? Darüber spreche ich gleich mit dem Innenminister. Vorher hat Benjamin Kors dazu ein paar Fakten und Hinweise auf eine mögliche Bedrohungslage gesammelt. Innenminister Roger Lewins ist jetzt bei mir. Guten Abend, Herr Lewins. Schönen guten Abend. Wir haben es im Beitrag gehört, etwa 100 Salafisten leben in Rheinland-Pfalz. Wie viele von denen gelten denn als wirklich gefährlich und wie viele werden beobachtet? Sie raten den Bürgern, aufmerksam zu sein. Wie genau soll ich das als Bürger denn tun, aufmerksam sein? Es gibt also diese Bedrohungslage in Rheinland-Pfalz. Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn jetzt konkret, mal abgesehen davon, dass Sie Aufmerksamkeit einfordern? Naja, ohne Ihnen jetzt die Einzelheiten hier im Fernsehen nennen zu können, das verbietet sich, glaube ich, dürfen Sie davon ausgehen, dass wir in Rheinland-Pfalz Ist die Polizei so gut aufgestellt? Man hört ja eher Gegenteiliges, dass es eben zu wenig Polizeibeamte gibt. Also frisch Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Ein Thema dort ist auch die Vorratsdatenspeicherung, also das Speichern von Telefon- und Internetdaten. Sie stehen dem offen gegenüber. Was heißt das denn? Also eins ist klar, wir haben 2 Urteile. Man muss dazu sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich schon seit einigen Jahren praktiziert wird, nämlich seit 2006. Und trotzdem passierte der Anschlag. Der Anschlag auf Charlie Hebdo, das ist auch ein Anschlag auf westliche Grundwerte wie Meinungsfreiheit oder Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Aber wie geht ein Rechtsstaat wie der unsere gegen gewaltbereite Dschihadisten und Salafisten vor? Ausweisen, sagt ein ehemaliger Bundesminister aus Rheinland-Pfalz, Heiner Geißler, Sarah Endepuls und Ina Gabriele Barich über seine provokanten Thesen und was die Muslime dazu sagen. Ja, auch wenn es in Mainz keine Pegida-Demos gibt wie in Dresden, die Ängste sind offenbar trotzdem da. Wie gehen Sie mit diesen Ängsten um als Innenminister? Ja, wir müssen. Welche Auswirkungen hat denn der Anschlag Ihrer Meinung nach auf das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen im Land? Es hat beides sogar ein Insgesamtreden. Solche Bilder wie aus Paris verängstigen Menschen, wie es damals bei der RAF gewesen ist. Haben Sie denn in Berlin mal mit den Vertretern der muslimischen Verbände darüber gesprochen, was die Gemeinden tun, um Jugendliche von Anfang an in die richtige Spur zu bringen? Denn dort landen die ja zuerst. Und dieses Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und dann die Nachricht, bei einer Antiterroraktion im ostbelgischen Verviers hat es 2 Tote und einen Verletzten gegeben, mutmaßliche Dschihadisten. Es habe unmittelbare Gefahr bestanden, so die Staatsanwaltschaft in Belgien. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf? Fragen wir die Haslocher.
Live per Webcam zugeschaltet ist jetzt Christine Schöps. Guten Abend, Frau Schöps. Den Kopf bei solchen Nachrichten. Ja, ich muss sagen, die Nähe, die gibt Ihnen noch ein größeres Gefühl der Unsicherheit. Frau Schöps, Sylvia Demont, guten Abend. Guten Abend. Wie ist Ihr Gefühl? Fühlen Sie sich noch sicher, Frau Demont? Frau Auer ist auch dabei, Brigitte Auer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ging Ihnen durch den Kopf? Was haben Sie gedacht, als Sie jetzt Gemeinsamkeit gefragt? Gemeinsam. Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit auf der Zur-Sache-Facebook-Seite. Ihre Meinung würde mich interessieren. Diese ganze Debatte, wir haben es vorhin gehört, ist Wasser auf die Mühlen der Bewegung Pegida, die eine Islamisierung Europas befürchtet und auch gegen die weitere Aufnahme von Flüchtlingen ist. Viele Menschen halten dagegen, zeigen, dass sie den Schulterschluss mit Muslimen und eben auch den Asylbegehrenden üben. Nun, die rheinland-pfälzische Politik, also Landesregierung und Opposition, die schafft es offenbar auch, sich bei dem Thema Flüchtlinge in die Wolle zu kriegen, statt zusammenzufinden. Schon allein bei der Frage, wann wer zu welchem Flüchtlingstermin kommt. Während die Kommunen das Problem, Menschen, die wirklich nichts haben, aus dem Stand unterzubringen. Vor dem Problem stehen die. Dagmar Grimminger. Dringend auf Hilfe angewiesen ist auch eine Mutter aus Bechhofen in der Westpfalz. Sie möchte ihre Tochter gern in den Kindergarten bringen. Allerdings ist die Kleine zuckerkrank und muss darum besonders betreut werden. Eine sogenannte Integrationshilfe, die hat die Behörde abgelehnt. Ziemlich verzweifelt hat die Mutter meinen Kollegen Leo College kontaktiert, denn das ist mit Sicherheit ein Fall für Zur Sache hilft. Und wenn Sie auch Probleme oder Sorgen haben, dann melden Sie sich bei uns unter 06131 929 33211 oder mailen Sie an zur Sache rp@swr.de. Wir bohren für Sie nach. Sowas gibt es auch nur hier in Rheinland-Pfalz, eine Fleischwurstkasse. Was die CDU damit zu tun hat, unser Zur Sache-Schätzchen klärt Sie auf. Wir haben es vorhin gehört, der Innenminister rät zur Aufmerksamkeit. Wir machen nächste Woche den Test. Können Sie sich Gesichter von vielleicht Kriminellen überhaupt merken? Jetzt aber erstmal zu neuen Gesichtern durch Botox oder sogar Schönheits-OPs. Was Sie dabei beachten müssen, das erklären jetzt die Kollegen von Marktcheck. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Zur Sache.